Yo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um die ganzen Vogelarten in Raventuli Coast gehen. Im Voll und Ganzen muss ich aber tatsächlich sagen, dass ich mich mit diesen ganzen Vogelarten oder Federvieharten auf Raventuli Coast noch nie so richtig beschäftigt habe. Deshalb seid mir da nicht ganz so sauer, falls ich mal etwas falsch sage oder eben was falsch mache. Dann würde ich heute mal zum Loadout kommen. Da haben wir einmal die Katja Tore 12G mit dabei und die Cover Sham Steward 12G ebenfalls. Beide mit der 1 Munition geladen. Dann haben wir heute mal für die OG-Gefühle mal anstatt das normale Fernglas mal heute den Entfernungsmesser dabei. Und ansonsten haben wir noch das Tarnzelt und die Attrappen. Wir haben aber auch in unserem Inventar hier die ganzen Lockmittel für eben die ganzen Arten hier. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie ihr es im Intro schon mitbekommen habt. Ich bin natürlich jetzt nicht der Entenprofi. Ich habe tatsächlich ganz selten auf Raventuli Coast so Vogelart bis hierhin gejagt. Hier kommen schon die ersten Reiherente, alles klar. Wie gesagt, also ich bin nicht so ganz gut in diesen Vogelarten-Dingern eben in The Hunter Call of the Wild. Grüße gehen da auch nochmal raus an Magic Fruit hier, weil ich habe es letztes Mal in der Community-Frage komplett verkackt. Heute sind wir von Raventuli Coast ganz hier im Süden. Da bin ich mal gespannt, wie es hier läuft, weil viele eben, die auf Vogelarten gehen, in Raventuli Coast sind immer relativ weit hier unten. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hier vorne zum Wasser und gucken mal, ob es hier schon die ersten gibt. Ich würde sagen, wir hauen hier auch dann direkt mal unsere Attrappen hier hin. Und hier kommen wirklich sehr, sehr viele. Ah, da war gerade eben, glaube ich, sogar die Krickente. Tatsächlich, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen hier mal ein Setup auf und gucken mal, was hier so geht. So, wir haben jetzt unser erstes Setup hier aufgebaut. Mit den Krickenten, da bin ich jetzt mal gespannt. Die sind ja vor kurzem hier über uns drüber geflogen. Wir haben aber auch hier den Caller mit dabei. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich der anhört. Habe ich, glaube ich, noch nie. Aha, okay. Habe ich tatsächlich, glaube ich jetzt, und da habe ich gerade den Erfolg freigeschalten, habe ich tatsächlich jetzt, wie gesagt, noch nie so richtig benutzt. Auf der Katja Tore habe ich übrigens hier dieses Akok, wie sie, glaube ich, nennt man das. Und eben auf der hier haben wir, aha, da kommen vielleicht schon die ersten, da habe ich das ganz normale Schrotflintenvisier mit drauf. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die hier runterkommen oder nicht. Aber es sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Scheint direkt hinter mir jetzt irgendwo runterzukommen gleich. Also man hört sie, oh, hier geht ganz schön viel jetzt gerade in der Luft hier ab. Aber man sieht, dass sie ein bisschen runterkommen. Also sie sollten jetzt dann gleich mal hier landen. Aha, da landet sogar schon die erste fast direkt vor mir. Ich weiß jetzt nicht, ob alle abhauen, wenn einer abhaut. Aber es scheint tatsächlich so. Ah, warte mal. Ich habe aber auch meinen Geruchsreduzierer nicht dran. Kann auch sein, dass es deswegen so ist. Vielleicht sind ja hier irgendwo welche gelandet. Aha. Hier hinten sind nämlich Stockenten, okay. Aber irgendwas schreibt mir hier die ganze Zeit auf der linken Seite. Ich sehe hier tatsächlich nichts. Ich glaube, die machen hier mit, die verwirren mich hier komplett da vorne. Die Reiherente. Was geht da nicht mit dem ab? Ich würde sagen, wir callen jetzt nochmal. Schreibt mir auch ganz gerne unten in die Kommentare rein, falls ihr ab und zu immer mal wieder solche Videos sehen möchtet. Wir haben auch hier die Schrotflinten ein bisschen in einer realistischen Tarnung gemacht. Aha, was haben wir denn hier? Okay, ich glaube sonst, jetzt springt ja erstmal wahrscheinlich eh alles weg. Aber ich habe mir jetzt die Chance genutzt, bevor die eben wieder abhaut. Ich ruf mal direkt zurück. Das hat ja bei den Gänsen damals immer ganz gut funktioniert, dass die nicht allzu weit wieder weggegangen sind. Hier unten liegt sie. Und ich kann es euch nicht sagen, was es ist, auch wenn ich jetzt gerade eben drauf geschaut habe. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Und ich kann es aber auch nicht richtig identifizieren. Es ist eine Krickernte in Gold sogar. Oh, der war gar nicht, obwohl geht. Also wenn ich jetzt gerade so die Punkte anschaue, dann geht. Aber die sehen schon wirklich ziemlich gut aus. Hier hinten kommen tatsächlich welche angeflogen oder fliegen die weg? Ne, ich glaube, die kommen direkt zu uns. Mal schauen, was das ist. Also wenn ich die überhaupt hier hinbekomme. Ja, sind Stockenten, okay. Glaube ich, werden hier nicht landen. Aber wir können ja mal ganz kurz nochmal einen Blick hier aufs Wasser werfen. Nee, es ist leider noch nichts weiteres da. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nein. Echte mit landet.
Die habe ich mir noch runtergeholt. Die habe ich mir noch geschnappt hier, bevor sie weggeflogen ist. Dann haben wir schon mal die nächste. Also es läuft tatsächlich ganz gut. Habe jetzt gute 5 Minuten gewartet. Aber es geht doch schneller, als ich erst gedacht habe. Gut, die ist mir jetzt fast ins Gesicht reingeflogen. Aber schauen wir mal. Eurasische Kriegerente, diesmal weiblich, sehen auch... Boah, sieht schon wirklich sehr cool aus. In Silber. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich werde jetzt aber auch mal hier immer im Sitzen bleiben, bis eine runterkommt und dann erst hochgehen. Aber warte mal, das habe ich doch gerade eben gemacht. Wir rufen jetzt hier mal weiter. Und ich habe gerade eben sogar schon wieder welche gesehen. Aha. Ich habe gerade eben gesehen, da ist eine in den Sturzflug gegangen. Ja. Das sind jetzt gute... Nein. Ja, aber haben wir hier 2 mitgenommen? Oh, tatsächlich. Wir haben 2 Stück sogar mitgenommen. Hat jetzt wieder gute 4 Minuten gedauert, aber sie kommen hier auf jeden Fall. Das ist wirklich ziemlich cool. Oh, kriegen wir die hier noch, bevor die hier rüber schwimmt? Oder schwimmt die überhaupt? Nee, die schwimmt gar nicht. Dann müsste das jetzt hier aber eine Kriegerente sein in weiblich. Aha, schon mal ein bisschen was dazugelernt. Wie gesagt, sehen sehr, sehr cool aus. Wieder in Silber. Und hier haben wir die andere, müsste auch eine weibliche sein. Auch wieder in Silber. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass wir noch einmal die Kriegenten hierher holen. Und dann es mal vielleicht mit einer anderen Art hier versuchen. Aha, mal gucken. Aber ich glaube, das sind jetzt keine, das sind keine Kriegenten. Aber jetzt dauert schon ein bisschen länger. Ich meine, so 3-4 Minuten hat es immer jetzt gedauert. Aber bis jetzt kommt da noch nichts. Aber da hinten sehe ich sogar schon den nächsten. Was ist hier? Aha, Eurasische Kriegerente. Alles klar, okay. Das ging ja dann doch schneller als jetzt gedacht. Hat wieder ungefähr, wie gesagt, 3-4-5 Minuten gedauert. Also es geht schon relativ schnell. Kommen, glaube ich, aber auch... wieder hier runter. Nur müssen wir schauen, wo die eben hier runterkommen. Katschaktore ist diesmal komplett geladen. Und ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich hier auch mal das, wie sie hier schnell mal drauf mache. So, jetzt ist die Frage, wo landen die? Aha, okay. Ja, da ist jetzt die komplett weg, flogen hier gerade. Ich weiß nicht, fliegen dann alle komplett weg, wenn eine wegfliegt? Nee. Da kommen welche runter. Da kommen welche runter. Hä? Wo ist die eine hingeflogen? Nee, also die kriegen wir jetzt nicht mehr, aber wo ist die eine gerade hingeflogen? Die ist doch erst nach rechts, oder? Und plötzlich war sie nicht mehr da. Hier vorne liegt sie. Ich würde jetzt wieder sagen, Kriegente, wieder ein Weibchen. Ja, und jetzt würde ich mal... sagen wir, gehen mal an ein neues Tier ran. Okay, da kommen jetzt wieder Kriegenten, aber das ist jetzt nicht das Ziel, sondern die Pfeifenten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auch die Eurasische Pfeifente hört sich wie ein Bug an irgendwie. Tut irgendwie in den Ohren weh, ich weiß nicht warum. Aber mal gucken, ob man da welche runterkriegt an dem Boden. Hier kommen, glaube ich, aber wieder Kriegenten, weil wir hier die Treppen aufgestellt haben. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn die wirklich komplett hier runterkommen, dann... würde ich vielleicht hier wieder eins rausnehmen. Entzeiden ist es Weibchen. Also ich muss auch schon gucken, dass ich jetzt mal hier wieder ein Männchen erlege. Das hier ist wahrscheinlich eh wieder... Es ist abgesoffen. Gut, wenn das hier nicht funktioniert, dann würde ich sagen, wir platzieren hier mal die ganzen Pfeifenten und gucken mal, ob hier welche runterkommen oder ob die überhaupt hier unten sind. Ich weiß es ja nicht, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Schreibt mir mal ganz gerne in die Kommentare rein, ob ihr gerne auf so Vogelarten geht. Ich bin damals sehr, sehr gerne auf den Truthahn gegangen, ja, aber so direkt jetzt auf die Vogelarten, wo eben die Raventoolie Coast Map kam, bin ich tatsächlich nicht, auch wenn ich mich immer gefreut habe. Hier kommen aber wieder Kriegenten, also hier unten... ist wirklich ein guter Kriegenten-Spot, glaube ich einfach. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es die Pfeifenten hier so gibt, also hier im Süden oder beziehungsweise hier an dieser Stelle. Keine Ahnung, aber wir müssen es jetzt mal ausprobieren. Hier schwimmen aber, glaube ich, nur Kriegenten hier wieder rum. Mal gucken, also wenn die runterkommen würde und sie würde direkt vor mir landen. Ja, sie landet fast direkt vor mir. Ja, okay, was heißt hier, sie landet vor mir? Also das ist alles andere als vor mir. Aber man könnte, glaube ich, tatsächlich hier, ja, wenn sie relativ nah beieinander sind, glaube ich sogar echt sehr, sehr gut rausnehmen. Ich probiere es jetzt einfach mal.
Ja, okay, die kriegen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, die eine sollten wir uns geschnappt haben. Egal, wo die hier ist. Ah, da vorne ist sie, schwimmt auch schon zu uns. Ich glaube, dass die Zweier aber auch Tier machen können. Ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, welche Zweier. Ah, hier über uns sind auch wieder welche. Ah, die sind so weit oben, die kann ich gar nicht markieren. Oh, auch wieder in Gold, okay. 336, also ganz schön knapper Gold sogar. Boah, jetzt ist gerade so ruhig wie nie und da kommen die Kriegenden. Immer wenn ich irgendwas sage, plötzlich, zack, meldet sich eine Kriegente. Mal gucken, ob es ein Männchen ist. Ah, jetzt, perfekt, jetzt habe ich es gerade echt nicht erwischt. Ja, ist auch wieder ein Männchen, gibt es 342. Ne, ich glaube, die ist jetzt ist hier runter. Oh ja, die habe ich noch erwischt. Jetzt ist nur die Frage, schwimmt die noch hierher? Ja, was ist denn das hier? Digga, die sind so schnell. Ah, da sind die Schellenden. Ja, und... Achso, warte mal. Nee, ich suche ja was ganz anderes. Ja, nee, die kriege ich leider nicht mehr hierher. Aber wir könnten ja mal kurz gucken, ob wir eben solche Attrappen davon haben. Gut, wir haben hier die Schellenden. Dann würde ich sagen, platzieren wir die mal. Hier ist noch eine Kriegente. Hä? Wo habe ich denn die denn jetzt weggeknallt? Ach so, stimmt, das ist ja die eine. Oh mein Gott, Alter, ich bin ja auch wirklich 337. Auch wieder ein knapper Gold. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Wir machen jetzt hier, wie gesagt, mal die anderen hier hin und gucken mal, ob da eine Schellende kommt oder eben nicht. Wir haben auch hier diesen Orler für die Schellenden. Bin ich mal gespannt, wie der sich anhört. Okay, der hört sich normal an. Ich würde tatsächlich schon fast sagen, dass wir jetzt mal ohne Visier hier die rausnehmen, weil das Visier tatsächlich manchmal eher, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nervt, anstatt hilft. Oh, hier oben sehen wir schon die ersten, aber es sind auch wieder Kriegenten. Also es ist wirklich ziemlich krass. Vielleicht sind das hier aber Schellenten? Ich weiß es nicht ganz genau. Oh mein Gott. Was ist denn das hier für ein Spot? Das ist ja geisteskrank. Was ist denn das hier? Nimm mein Visier mal ganz kurz drauf. Kann ich hier durchschießen? Das wäre crazy. Oh mein Gott, da sehen wir sie zum ersten Mal herumtatscheln. Hier nehmen wir den hier, oder? Es hat auf jeden Fall funktioniert. Schon mal. Ist schon mal nicht schlecht. Im Insgesamten tatsächlich ganz cool, die Lücke da vorne. Ich sehe sie von hier aus. ziemlich cool. Müsste aber wieder ein Männchen gewesen sein. 342. Ist wieder so ein mittlerer, aber auch sehr, 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 sehr cool. Jetzt geht so langsam da vorne auch die Sonne schon unter. Sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Hier oben wieder. Nee, diesmal sind es Pfeifenten. Pfeifenten? Hier vorne hatte ich ja die Pfeifenten-Attrappen aufgestellt. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt hier runterkommen oder nicht. Aber es hört sich tatsächlich ziemlich gut an. Und da oben am Himmel geht ganz schön die Post ab. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wo die eben landen. Ansonsten gehe ich direkt hier mal hin. Stehe dann auf und da müssen wir direkt eine wegknallen. Ja, anders geht's ja nicht. Hier ist gar keine. Ich habe tatsächlich aber gehört, wie hier eine runtergegangen ist. Und hier, ja, jetzt kommen welche runter. Aber es sind halt alles Weibchen. Ja, wahrscheinlich. Okay, es sind gemischt irgendwie. Naja, es sind die Pfeifenten, okay. Aber hier ist auch ein weibliches mit dabei. Ich würde sagen, ja. Holen jetzt einfach mal hier weg. Ich glaube, mehr können wir auch schon gar nicht wegholen. Aber ist doch eigentlich jetzt ganz cool gewesen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier neu sind oder kommen die hier runter? Oder was war das jetzt gerade hier? Oh, ich glaube, da kommen sogar direkt die nächsten. Ich bin noch nicht rausgegangen. Und hier, das müssten ja dann auch wieder solche Schellenten sein, ja? Ja, sind nur ruhig umherziehend. Also, die sollten dann aber auch hier runterkommen. Im Normalfall. Okay, ich sehe bisher noch gar nichts. Aber irgendwas ist hier ins Wasser. Hundertprozentig. Und wieder hier ins Wasser. Aha. Die nehmen wir jetzt mal nicht. Kann ja sein, hier ist noch mehr. Aha, die landen irgendwie komischerweise fast alle hier vorne. Aha, was ist das denn hier? Eine männliche Pfeifente. Die haben wir auch noch. Ja, die landen irgendwie alle hier hinten irgendwo auch. Meistens hier auf dem Stein, man sieht sogar. Was geht hier? Hier oben kommt nochmal ein Schwarm. Und zwar sind das, glaube ich, Schellenden. Achso, ich kann sie leider nicht spotten. Aber es müssten eigentlich, glaube ich, Schellenden sein. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir sammeln hier erstmal ganz kurz ein. Aber hier kommen wieder... Ja, es kommen wieder die nächsten Stockenten. Ich glaube, die Stockenten... Oh, hier kommt auch der nächste Schwarm.
Auch wieder Stockenten, okay. Ich meine, boah, hier sieht jetzt wirklich sehr, sehr krass aus, wie viel hier am Himmel wieder los ist. Ich konnte noch nicht mal richtig rausgehen und schon sind die nächsten wieder da. Also der Spot hier im Süden ist ja also wirklich krank. Gut, jetzt liege ich hier. Ich weiß jetzt nicht, wie sie darauf reagieren, wenn ich einfach hier jetzt dran liege. Ob die direkt wieder nach oben gehen. Aber es scheint mir so, als würden die... direkt vor mir landen. Und zwar wirklich direkt nach oben gegangen. Aber ich habe wieder eine mitgenommen. Aber es ist so viel hier oben los. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Jetzt sammeln wir aber erstmal ein. So, hier ist der erste. Auch wieder ein Gold. 338, also doch wieder ein relativ knapper Gold. Hier schwimmt ein Weibchen an. Aber ist auch nur Silber. 328. Hier vorne liegt noch einer. Ah, oha. Hä? Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Die Pfeifente männlich... Level 1. Okay, 648. Also ein guter Silber, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben, glaube ich, irgendwo hier vorne noch eine gehabt. Beziehungsweise zwei oder drei Stück liegen da vorne sogar noch. Reifente, auch noch ein Weibchen. Sieht auch wieder sehr, 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 sehr cool aus. 651. Wie gesagt, auch wieder sehr, sehr im mittleren Bereich. Und hier vorne liegen nochmal zwei Stück. Ah, nochmal eine Pfeifente. Weiblich, 662. Auch wieder so in der Mitte. Und hier, das müsste dann... wieder eine Kriegente in weiblich sein. So, 320,95. Ja, ist so ein ganz okay, noch ganz guter Silber. Und da kommen wieder die Nächsten. Es kommen wieder die Nächsten. Es ist wirklich sehr, 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 sehr krass. Es kann sein. Ich weiß nicht ganz genau, wer im Livestream damals mit dabei war, aber das hat mich jetzt gerade wieder sehr, sehr daran erinnert, als ich mit meiner Taste direkt hier an meinen Tisch kam und danach habe ich nochmal aus Versehen gedrückt, also zweimal hintereinander komplett verkackt. Vielleicht blende ich es euch ganz kurz hier mal ein. Ich habe schon wieder dieses Verlangen, hier rum zu rennen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein riesen Ding. So. Nein. Das erinnert mich jetzt an mein Video. Warum hauen die denn immer ab? Der haut ja gar nicht ab. Ah doch. Ey, warum bin ich... Jetzt komme ich wieder auf die Taste. Ich wollte rufen. Ich habe hier unten angeklickt. Ich schwöre. Hier oben ist wieder ein Schwarm über mich drüber geflogen. Jetzt weiß ich nicht, ob die direkt runterkommen. Aber es kann sein, wir müssen noch einen zweiten Teil machen. Weil wir haben hier wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele... Vogelarten noch vor uns. Und ich bin jetzt schon bei, ja, gut über einer Stunde. Und das macht mehr Spaß, als ich tatsächlich erst gedacht habe. Und hier kommen wieder die nächsten. Den nehme ich direkt mal mit. Den hier vorne nehme ich mal mit. Hier oben wieder ein ganzer Schwarm unterwegs. Hier vorne, ah, okay, die hauen aber wahrscheinlich gerade ab eher. So, wir haben hier vorne zwei Stück erlegt und hier kommt der nächste Brunftschrei. Könnten jetzt aber auch weggeflogen sein. So, hier ist Nummer 1. Müsste ein Männchen gewesen sein. Pfeifente. 723,08. Also, ja, ein tatsächlich ganz schön guter Silber. Und hier vorne ist nochmal eine Pfeifente, aber diesmal in weiblich. Ich muss tatsächlich aber ganz ehrlich mal jetzt loswerden, dass wirklich das Model von den ganzen Enten wirklich ziemlich cool aussieht. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht so oft gejagt habe. 708, auch nicht schlecht. Hier oben wären jetzt direkt die nächsten gekommen, wenn ich die nicht verscheucht hätte, aber die sind nur wachsam. Okay, kann sein, dass sie doch vielleicht noch runterkommen. Müssten, glaube ich, Stockenten sein, oder? Oder sind das Pfeifenten? Ja, sind Pfeifenten, okay. Auch wieder ein Männchen aber mit dabei. Ich kann kaum spotten, so schnell wie die sind hier. Ja, wieder Zweier. Oh, der hier geht sogar bis 763. Was geht hier? Oh, no. Ah, das ist Challenden da, ne, okay. Gucken, aber ich weiß nicht, ob die hier runterkommen. Wird auch mal so eine Challende mitnehmen. Ach so, die kamen hier wegen dem Caller, weil die hier Stockente, Zimtente... Da ist gerade irgendwas direkt an uns vorbei hier. Gehen da gerade viele hier auf den Boden. Oh, hier vorne ist richtig... Was los? Na gut, bin mal gespannt, wie viele wir jetzt vorne haben. Also mindestens eine muss dabei sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Munition geht jetzt demnächst leer. So, wir haben... Oh, wir haben sogar zwei Stück erwischt, okay. Eine Schellende in männlich. Sieht auch wieder sehr, 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 sehr cool aus. 982.
Haben wir eine Challenge heute überhaupt schon erlegt? Ich glaube schon, oder? 982, das sind so viele Entenarten, das ist der Wahnsinn. 982, fast ein goldener sogar. Und hier direkt daneben noch eine Challenge in weiblich. Sieht auch ganz cool aus. Also was sie mit ihrem Kopf da gerade macht, das ist außerirdisch. 966,6, auch wieder ein knapper Gold fast für ein Weibchen. Ich weiß halt nicht, ob die ganz genau jetzt hier komplett Gold machen können. Also die weiblichen Enten. Hier vorne kommen sogar schon die nächsten. Und ich würde jetzt mal sagen, ich verballere hier meine letzten drei Schüsse. Jeweils einmal von der Cacciatore und einmal von der Steward. Ich hoffe aber jetzt mal, dass wir noch vielleicht irgendwas Größeres bekommen, beziehungsweise irgendwas Cooleres halt. Hier, boah, also es sind so viele. Ich weiß gar nicht, wie du das richtig markieren hier sollst. Klar, du kannst jetzt noch hier in der Luft, geht's noch, aber wenn du die einmal dann am Boden hast, dann war's das eigentlich fast schon. Oh, eine Pfeifente, ein Zweier. Ja, wieder eine Zweier. Oh, die geht fast bis 1000 sogar da, ne? Vielleicht kriegen wir die sogar. Bis auf gute 50 Meter. Oh, hier kommen nochmal noch mehr runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht überlappen sich welche, dass ich sogar zwei hier. Oh, au, 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 au. Ja, okay, mal gucken. Haben sich irgendwelche überlappt? Ich glaube, ja, zwei Stück, oder? Also das Männchen müssten wir eigentlich haben. Jetzt haben wir noch zwei Schüsse. Ich würde sagen, wir rufen jetzt nochmal, bevor eben hier... Boah, das sieht ja crazy aus, da haben wir jetzt gerade. Wow. Das sieht wirklich wunderschön hier gerade aus. Aha, hier kommen sogar, glaube ich, schon direkt die nächsten. Also es ist, manchmal ist es übelst schnell und manchmal kurzzeitig dauert es ein paar Minuten, also so 4 Minuten ungefähr. Und hier vorne sind gerade unsere beiden Enten angekommen. Mal gucken. Männlich, ein Zweier, okay. 968. Auch wieder sehr, sehr knapp an Gold dran. Sieht gut aus. Und ich glaube, die hier haben wir als zweites noch mit dazu erlegt. Auch ein Männchen. Pfeifente. Fast die 700. Also eigentlich auch ein ganz, ganz guter Silber hier für einen Einser sogar. Und hier oben kommen schon die nächsten hier rechts auch. Mal gucken, ob die hier runterkommen müssten. Aber eigentlich hier rechts kommen auch wieder welche. Oha, da hinten kommt ja noch was. Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich krass. Okay, die landen jetzt hier direkt vor mir. Oh, da ist sogar das Zweierweibchen. Sollen wir das mal mitnehmen? Aber da muss ich auch irgendeinen sicheren Schuss kriegen, dass ich hier auch nur einen zweiten mitbekomme. Jetzt steht jetzt... Boah, sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Guck mal, wie... Zack, 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 zack. Mach deine Meter, mach deine Meter. So, wo sind die nächsten? Wir müssen noch locker noch welche abspringen, oder? Naja, gut. Das bedeutet, wir machen nochmal einen Durchgang. Aber davor nehmen wir hier mal die Krickente hier auf. Ist ein Zweierweibchen, ist aber auch nur ein Silber. 950 ist ein, ja, wieder ein ganz guter Silber. Dann lege ich mich direkt wieder hier hin. Na gut, also hier. Ja, yeah. Okay. Weißt du was? Ich habe gar nichts gesagt, Chalenten. Ich wollte gerade sagen, jetzt dauert es schon fast über eine Minute. Und da geht schon wieder der ganze Himmel plötzlich ab. Ah, perfekt. Ah, perfekt, Digga. Ah, ja, moin. Alles klar. Ja, ich sag da gar nichts mehr. Wir sind wieder fast alle zurück. Beziehungsweise, Challenge bis 1053? Oh, die hier geht bis 1073, das Weibchen sogar. Oh, bis 1072? Männchen? Bis 1053? Ich hoffe, da kann ich jetzt mir ein bisschen was rausgucken. Wäre sehr, 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 sehr cool. 800. Nee, ich kann mir nicht rausgucken. Boah, hat die hier Glück gehabt, dass das kein Doppelabschluss geworden ist. So, hinter uns schreien jetzt hier nochmal Pfeifenten, okay. Aber an sich war das heute ein komplettes... Ja, also das sieht gar nicht gut aus. Aber an sich war das heute wirklich eine ziemlich gute Jagd. Hier liegt auch unsere... Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was es geworden ist. Ich würde sagen, es ist ein Männchen. Es ist ein Weibchen, okay. 896, auch wieder... Naja... Der geht so. Also für ein Weibchen, obwohl das ist halt ein Einser. Ein guter Einser, würde ich sagen. Im Vollen und Ganzen war es das aber für heute. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich ganz gerne mit einer positiven Bewertung sehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Reingehauen.